Hey, Rachel, alles in die Jut bei Hi. dir? Ja, alles super bei mir. Wie geht's dir so? Dankeschön, alles gut, alles feine, fein bei mir. Du bist jetzt auch am Streamen und so, ne? Ja, jetzt ja. Ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen eine Switch zugelegt und dann dachte ich, ich habe jetzt eine Switch, jetzt kann ich ja auch Twitch machen. Oh, voll cool, voll cool. Und auch nice im Background, so mit Rachel. Welcome Dankeschön. to Sugar Rich. Du hast das alles neu eingerichtet jetzt, ne? So Ja, Streaming-Room und genau. so. Alles Voll cool. umgestellt. Okay, krass. Also stell dich erstmal vor, wer bist du? Was machst du? Also, hallo, ich bin Sugar Rachel. Ich bin Webcam-Model, Erotik-Model und ja, so viel dazu. Genau. Ne, wir kennen sich ja ein paar Jahre, wir haben sich auf der Venus kennengelernt. Ich glaube, vorher auch schon ein bisschen auf Instagram connected gewesen und so. Und Genau. wir haben jetzt kurz gequatscht und so. Und ja, da sind wir. Also du hast mir gesagt, durch deine Mom bist du in diesen Job reingerutscht, ne? Genau, so ein bisschen, ja. Ich kannte es halt von ihr. Sie hat es ja, sie macht es ja schon seit ich, weiß ich nicht, 13, 14 bin oder so. Also wirklich schon lange. Also Und ja, macht dann sie vor es. ein paar Jahren, vor 4 Jahren. Sekunde, macht sie es wirklich erst seitdem du 13, 14 bist oder hast du es erst mit 13, 14 gerafft? Nee, also sie hat es mir, sie war immer schon sehr offen. Meine Mom, ich meine, wie gesagt, sie hat 14 Jahre in Holland gewohnt, sie ist extrem offen, also sie war immer schon sehr ehrlich und hat mir von Anfang an gesagt, vielleicht war ich auch ein bisschen jünger als 14, aber ich glaube, es war so um das Alter. 12, 13, 14. Also 13, 14. Ich hatte mein erstes Mal mit 13, so. Obwohl ich nicht mal wirklich so wusste. Wann hattest du dein erstes Mal? Hattest du zu diesem Zeitpunkt schon dein erstes Mal? Nee, mit 13 noch nicht. Ich glaube, mein richtiges erstes Mal war so mit, ich glaube, ich war 14. Mit 14? Ich hatte aber damals, ich hatte einen festen Freund, wir waren so 3 Jahre zusammen, also es war alles cool. Okay. Okay, und wie erklärt dir das deine Mama mit 14, mit 13, 14, dass sie auf der Webcam quasi zu sehen ist? Für. Also ich meine, ich war ja immer schon sehr, sag ich mal, erwachsen für mein Alter, damals auch schon. Und ja, sie hat halt gesagt, guck, sie muss halt arbeiten und wenn sie in eine Bar arbeitet, dann verdient sie jetzt nicht genug, um einen Babysitter zu bezahlen für 2 Kinder. So, ne, das kostet 10 Euro, sie verdient 5. Ich bin nicht gut in Mathe, aber da habe ich schon kapiert, dass das so nicht funktioniert. Okay. Und dann hat sie mir erklärt, so kann man das machen und sie kann zu Hause sein, sie ist da, wenn irgendwas ist mit uns oder Wie wir hat sie helfen das bei erklärt? Hausaufgaben. Wie hat sie dir das erklärt mit 13, 14 Jahren? Genau. Ja, wie hat sie es dir erklärt? So, was macht sie da? Also, wie hat Ja, sie es dir. so halt, genau. Ich hatte gesagt, sie chattet halt mit Männern, sie sendet auf eine Plattform, sie chattet mit Männern und zeigt da auch mal ein bisschen mehr und die bezahlt dafür. Und da habe ich so gesagt, ja, okay, cool, so bezahlt es gut. Und dann meinte sie so, ja, das ist ganz, ne, das kann man machen. Und da habe ich gesagt, ja, ist doch cool. Okay, krass, ja. Okay, und dann, du wusstest das so und dann hat sie dich irgendwann zu Venus mitgenommen, ne? Naja, es war dann so, ich war, lass mich lügen, ich war 22. Ja, genau, es war vor 4 Jahren, ich war 22. Und ich hatte eigentlich einen ganz entspannten Job, aber ich habe dann so Klosterkopfschmerzen bekommen. Ich weiß nicht, viele Leute kennen das nicht. Es ist wie Migräne, aber nochmal so 100-mal schlimmer. Und deswegen, Klosterkopfschmerzen? Noch genau, nie das ist gehört. auch bekannt, genau, das ist sehr selten und es ist auch bekannt als Suizidkopfschmerzen, weil es unnormal schmerzhaft ist und das ist dann dauerhaft. Man hat das dann 3 Monate lang und das ist ganz, also wirklich ganz heftig. Gibt keine Medikamente dagegen, also da musste ich halt mit dem Job aufhören. Und dann Okay. saß ich natürlich zu Hause und musste meine Miete bezahlen und alles, wie das halt so ist. Und dann habe ich überlegt und dann habe ich gedacht, weißt du was? Why not? So, ich Hattest du habe zu jetzt. diesem Zeitpunkt einen Freund? Nee, ich hatte tatsächlich so vor 2 Wochen zu diesem Zeitpunkt dann Schluss gemacht mit meinem Freund und deswegen war das auch überhaupt erst eine Möglichkeit. Weil wäre ich in eine feste Beziehung, wäre ich, hätte ich das, glaube ich, nie durchgezogen. Aber ich war Single und in dem Sinne war es mir dann auch so ein bisschen so, ja, man kann es ja mal probieren. Es sollte Okay. eigentlich nur so eine Übergangssache sein. Okay. Und dann hat meine Mom gesagt, so, ja, okay, wenn du es dir überlegst, weil ich habe ihr das natürlich erzählt, dass ich, ne, mit dem Gedanken spiele, das auch zu machen. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn du überlegst, dann lass uns zu Venus gehen, du kannst es dir da angucken und wenn es ein bisschen was für dich ist, dann kannst du das ja machen. Und so haben wir das dann gemacht und dann wurden wir auf dem Visit X, die kannten meine Mom ja schon, die hat ja immer schon lange da gestreamt, wurden wir dann zu Venus eingeladen und ja, da habe ich weiß noch, am ersten Tag habe ich gesagt so zu meiner Mom, Mama, ich ziehe mich hier aber nicht aus. Und alle natürlich dann nackt rumrennen. Und ich glaube, es hat so am ersten Tag, was glaubst du, das Oberteil, am zweiten Tag war dann der BH weg, am dritten Tag war dann auch irgendwann das Höschen weg und am vierten Tag stand ich auf der Bühne und habe irgendeine Show abgezogen. Wirklich? Aha, krass. Und das war der erste nackte Kontakt auf so Genau. Plattformen, ja?
Direkt auf der Venus. Genau, ich meine, ich hatte vorher vielleicht mal in einer Beziehung, dass man seinem Freund mal so ein Bild schickt oder so, aber mehr nicht. Und mein Debüt war wirklich direkt auf der Venus, auf eine Bühne vor Leuten. Und ich meine, ich stand dann da und ich habe dann, also ein Mädchen war ausgefallen, die konnte die Show nicht machen. Und dann kamen die halt zu mir und haben gesagt, ja, ob ich einspringen könnte. Und ich so, naja, ich wollte die auch nicht hängen lassen, aber ich so, ja, okay, kann ich machen. Und danach habe ich erst überlegt, so, Scheiße, ich muss jetzt auf eine Bühne und irgendeine Show abziehen und ich kann nicht tanzen, ich habe null Rhythmusgefühl. Das muss dazu gesagt sein. Okay, und wie kann ich mir die Und Show vorstellen? Die erste Rachel Show, wie kann ich mir die vorstellen? also ich glaube, die war eigentlich ganz gut. Ich habe irgendwelche Lieder gewählt, die ich halt kannte und da bekommst du so einen Countdown. Ich glaube, ich habe irgendwie ein, kann das sein, dass dein Bild irgendwie hinterläuft oder Ja, schmeckert? genau, wenn du es live guckst, ist es ein bisschen hinten Ach nach. so. Ach Genau. so, okay, gut. Also das Okay, ist also nicht zu normal. viel hingucken. Ja. Ja, also ich habe mich dann eingestellt, da kriegst du einen Countdown. Ich war extremst nervös. Am meisten habe ich mich darauf konzentriert, dass ich halt nicht hinfalle mit meiner High Heels. Und ja, dann habe ich da angefangen, ein bisschen mit dem Arsch zu wackeln. Und ich weiß nicht, die Leute halt ein bisschen an zu teasern. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Gibt es da Videomaterial? Gibt's da, hast du da was von? Gibt es da Von was was? von? Gibt es da Videomaterial oder so davon? Doch, doch, auf Visit X kann man das tatsächlich zurückgucken. In der Mediathek ist alles zu sehen. Oha, krass. Ich hatte, glaube ich, ein kurzes schwarzes T-Shirt an, so ein Crop-Top und irgendwie so eine Hose, weil ich hatte ja gar nicht vor, irgendeine Show zu machen. Ich hatte einfach nur das an, was ich halt dabei hatte. Okay. Und wurde Ja. das auch angekündigt für das Publikum, so quasi das, die Ja. erste Show und so, ja? Okay, Mhm, doch, krass. Newcomerin Sugar Rachel und so und dann ging es los, ja. Okay. Und wie ging es dann weiter? Also du bist dann nach Hause gekommen, dir hat es gefallen, es war cool und so. Genau, Wie? also es war cool. Visit X hat mir dann auch sofort gefragt, ob ich halt bei denen senden wollen würde. Ich habe einen Key-Account da bekommen und so und dann bin ich nach Hause gekommen und war zu Hause und gesagt, okay, jetzt muss ich halt mal online, ne? Und ja, habe mir das dann ein bisschen aufgebaut, war am Anfang natürlich auch aufgeregt und so, aber habe dann sofort gemerkt, eigentlich ist es total entspannt. Es ist eigentlich genauso wie hier, weißt du, man chillt ein bisschen, man unterhält sich mit den Leuten, nur geht es halt ein bisschen weiter. Voll cool, voll krasse Story, so. Vor allem mit der Mom und so. Das ist ja schon was Außergewöhnliches in der, doch in der Branche. Oder kennst du da irgendwen, die das auch den ähnlichen Werdegang hatte? Oder ist, dass die Also Mama auch den gleichen Beruf ausübt? Kennst du da irgendwen in der ich Branche? kenne tatsächlich eine. Ich kenne eine, ich komme jetzt gerade nicht auf ihren Namen, ich will nichts Falsches sagen. Also bis ich mir sicher bin, wer genau das nochmal war, sage ich erstmal keinen Namen. Aber es gibt ein Mädchen, die hat es auch. Die habe ich mal auf einer Party kennengelernt und die kannte mich auch von Goodbye Deutschland, hat sie mich da gesehen und hat uns dann total gefeiert, weil, oh mein Gott, deine Mom und meine Mom auch. Und die konnte das halt ganz cool, ganz gut nachvollziehen und so, ja. Das fand ich sehr, habe ich total gefeiert. Voll cool. Also ich habe dich ja mit deiner Mom zusammen kennengelernt, aber ich wusste nicht, dass deine Mom halt auch so Webcam-Zeugs macht. Das wusste ich bis heute nicht eigentlich. Doch, doch, sie macht sogar schon länger als ich. Also sie macht es mal so ab und an. Also jetzt in letzter Zeit hat sie zum Beispiel weniger gemacht, jetzt will sie aber wieder ein bisschen mehr machen. Also sie macht so, wenn sie halt Bock hat. Aber ja, schon seit 10 Jahren oder so. Okay, aber gemeinsam habt ihr noch nie jetzt was gemacht, so richtig Content. Nein, Nee. nein, Ich nein, meine, nein, das ist nein, ja auf sicher so keinen eine Fall. Wunschvorstellung von vielen so, und wenn man sich so ein bisschen Nein. so Porn-Sex anguckt, ist ja auch oft so eben so Mom and Dad und so, also sorry, Mom and Klar. Daughter und so Zeugs und so. Ist sicher eine Klar, aber klasse große Vorstellung. es ist ja klar, dass es in diesen Fällen, dass es nie wirklich die Mutter und Tochter sind. Ja, ist Ne? klar, Immer so, das sind immer halt Darstellerinnen, aber ich meine, wenn ja. man sich jetzt mal realistisch überlegt, dass es wirklich deine Mutter ist, nein, das geht nicht, das ist unnatürlich, nein, einfach, ich will Unästhetisch, sie ne? sehen und sie mich nicht, genau. Okay, krass. Also auf gar keinen Fall, würde auf gar keinen Fall klappen. Nein, nein, kommt nicht in Frage. Auch nicht, also wenn ich zu intime Fragen stelle, kannst du direkt sagen, so, ihr merkt, chill ein bisschen oder so. Nee, alles cool. Aber auch nicht so in der Konstellation, dass ein Streifen entstehen würde, mit zwei weiteren Männern. Und du mit deiner Mom, aber du machst mit deiner Mom gar nichts, sozusagen. Nein, nein, Wird auch absolut nicht nicht. klappen. Wird auch niemals, nein, wird es auch niemals geben. Und deine Mom sieht das auch so, oder bist du da Ja. eher? Nee, nee, doch, wir sehen das beide so. Also wir haben schon mal zum Beispiel eine TV-Show gemacht auf Visit X, wo wir haben uns einfach unterhalten oder wir haben Geschichten erzählt oder einfach nur ein bisschen gelacht oder eine Kochshow oder sowas ganz Normales, Unschuldiges, was man jetzt auch auf YouTube machen könnte. Aber nichts irgendwie. Okay. Aber Nein. Anfragen sind sicher schon einige ins Haus gekommen, oder? Doch, doch, viele. Ja, ich habe es auch oft im Chat, dann kommen irgendwelche Leute rein und die sagen, dann kannst du, ob ich meine Mom von denen grüßen kann und so.
Also, okay, krass. Aber unangenehm ist dir das so gar nicht, ne? So, dass Nö. Mom ist in dem Bereich, du in dem Bereich und so, wird offen Nö. kommuniziert. Okay, und holt man sich aber auch Tipps und so Zeugs, so bei Mom, so was weiß ich, Pricing oder wie hast du das Jein, gemacht, Mama? jein. Also ich würde sagen, am Anfang habe ich natürlich schon auf ihre Meinung gehört, weil sie macht ja auch schon länger und das läuft gut bei ihr. Also habe ich da schon ein bisschen drauf gehört. Ich mache natürlich mein eigenes Ding. Aber man unterhält sich, man ist ja auch doch gleichzeitig dann Kollegin, ne? Man unterhält sich schon drüber. Und wie war es bei dir so? Oder war es bei dir heute Abend auch ruhig? Oder kennst du den einen User? Also ja, manchmal haben wir schon Themen, da sagen wir auch sie oder ich sagen dann so, okay, jetzt reicht es, jetzt reden wir mal über was anderes. Okay, krass. Und Wenn wir noch zu weit ins Detail gehen. habt ihr die gleiche Community-Gruppe? Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, ihre Community ist halt ein bisschen anders. Ich meine, wir sind ja vom Aussehen her, sag ich mal, komplett unterschiedlich. Sie ist Ich dunkelhaarig, oder? bin, genau, sie hat dunkle Haare, ich habe blonde Haare, sie ist ein bisschen fülliger, ich bin extrem dünn, sie ist älter, sie ist eher so eine Milf, ich bin eher so Teen, jetzt fast nicht mehr, ich bin ja auch älter, aber Aber du kannst sie doch trotzdem. als Teenie verkaufen, ne? Was? Du kannst sie quasi noch als Teenie verkaufen, oder? Genau, ich glaube, ich würde noch als Teenie durchgehen. Ja, voll. Und nennt sich deine Mom MILF? Also in den Plattformen und so? ja, doch, sie steht, glaube ich, sogar unter der Kategorie GILF, Gilf, was ich, wirklich? also. Aber du hast noch kein Kind, oder? Ja. Hast du ein Kind? Was, ich? Ja, Nein. okay. Nein, ich habe das falsch verstanden. Nee, ich nicht. Nein. Okay. Nee, ich habe keine Kinder. Und du Ich hast aber mag noch. Kinder voll, aber nee, nicht für mich. Okay. Du hast aber noch eine Schwester und einen Bruder, weil du gemeint hast, deine Mama hat zwei Kinder. Genau. Also meine Mama hat eigentlich vier insgesamt. Also wir sind also Halbschwester. Die wohnen aber alle entweder in Deutschland oder in Holland, halt irgendwo anders. Aber hier in Spanien habe ich noch meinen kleinen Bruder. Genau, der ist so klein, der ist 21 und kommt frisch als ich. Aber ist ein ganz lieber, kommt mit uns jetzt super. Früher Ja, erst. krass. Vielen lieben Dank, Lina Klein, für den Follow. Lina Klein kennst du auch, oder? Lina Klein, klar, die kenne ich. Die wollte ich noch gucken, ob ich die auch hier auf Twitch finde, weil ich glaube, die streamt auch und die ist auch so. Ja, die müssen wir folgen. Lina Ja, Klein ist auch am Start. unbedingt. Sie Also soll dir auch mache gleich ich mal mal dazu nach, kommen. weil ich kenne mich noch nicht genug aus mit dem Spiel, um das jetzt zu machen. Ja, das machen wir, das machen wir. Und wie ist es aber mit deinem Daddy? Hast du noch ein Verhältnis mit deinem Dad? Also ja, doch schon. Der wohnt in Holland, also man sieht sich jetzt nicht so oft, aber Ist der er kommt natürlich dann Holländer? so im Sommer besuchen, auch mit seiner Freundin, ist auch ein ganz Liebe und so. Der ruft mich an meinem Geburtstag oder mal am Wochenende oder so. Also doch, wir haben schon ein gutes Verhältnis. Ah, voll cool. Bist du halb Holländerin? Ja, ich bin halb Holländerin, genau, geboren in Amsterdam. Oha, kannst du Holländisch? Ja, of course, natürlich, Tulik. Ein klein bisschen? Ein klein bisschen, Ein ja, klein Baby, Mädchen. ja. Ja, ein klein Mädchen, ja. Kann. Wow, gut so. Ich Ja, bin beeindruckt. Gott verdammt. Ja, Oh Gott, oh das Gott. ist das Wichtigste. Futzpedome, Ja, das muss man kennen. ja. Ich war als Das Kind ist ja immer so in cool. Gastfamilien in Holland so. Ich habe es gehasst, aber dann, wenn man dort war, war schon cool. War schon cool. Ja. Ja, gut, ich meine, als Kind hat meine Mutter, die hat mich auch immer nach Deutschland geschickt und als Kind habe ich das auch verhasst. So bei meinen Großeltern zu besuchen, das war halt, keine Ahnung, also man konnte dann nicht mit seinen Freunden ausgehen, sondern ich musste nach Deutschland, um Deutsch zu lernen. Aber heutzutage finde ich das ganz cool, dich zu haben. Also du lebst ja in Spanien, ne? Genau, in Spanien, ja. Als was fühlst du dich? Als Spanierin, Deutsche oder Holländerin? Boah, das ist immer so, ich fühle mich wirklich wie eine Mischung. Eine Also, das Mischung? ist nicht so, ich fühle mich holländisch, also ich fühle mich aber auch deutsch, ich fühle mich genauso holländisch wie deutsch. Mein Zuhause ist aber Spanien, so hier gehöre ich hin. Und am besten verstehe ich mich meist auf Englisch. So Englisch ist so meine Go-To-Sprache. Echt? In welcher Sprache träumst du? Das ist immer unterschiedlich, von was ich träume oder von wem ich träume. Wenn ich zum Beispiel von jetzt Leuten, die ich kenne, die Deutsch sprechen, träume, dann ist es Deutsch. Wenn es Spanier sind, dann ist es Spanisch. Oder manchmal ist es auch gemischt. Oder manchmal bekomme ich es auch gar nicht mit. Welche Sprache sprichst du mit deiner Mom? Deutsch, größtenteils, manchmal ein bisschen Holländisch Okay. und sehr selten Spanisch, weil sie hat ein sehr starkes Akzent und das regt mich irgendwie auf. Okay. Ja, welche Sprache beherrschst du am besten, deiner Meinung nach? Englisch. Echt, wirklich? Ja, Du kannst besser Englisch als Deutsch. ja, definitiv. Ich habe immer gesagt, Deutsch ist meine schlechteste Sprache. Ja, wo hast du Englisch gelernt dann? Also als ich nach Spanien gekommen bin, konnte ich halt nur Holländisch und Deutsch und das konnte hier natürlich kein Mensch. Und Spanisch war sau kompliziert. Und wir waren halt nicht viele Ausländer, auch in der ganzen Schule nicht. Wir waren, glaube ich, zu vier oder fünf.
Und es waren halt alles Engländer. Also man tut sich dann doch automatisch mit den anderen ausländischen Kindern zusammen. Und ja, so habe ich dann halt Englisch gelernt. Ich habe 3 Monate, glaube ich, oder so gebraucht und dann konnte ich das. Weil doch beim Spielen, das geht ja dann eigentlich ganz automatisch, wenn man so jung ist auch. Voll gut. Ja. Multilanguage-Talent, ey. Ja, Mann, krass. Ja, und wie ist es in einem Job im Spanien? Weil Deutschland ist ja schon eher ein offenes Land. So, ich glaube, Österreich ein bisschen weniger. Genau. Wie ist da Spanien? Ist das so, ja? Ist Österreich weniger? Sind die so ein bisschen noch geschlossener, so altmodischer? Ja, schon. Also ich glaube, ich kenne jetzt keine österreichische große Erotik-Produktion. Kennst du da irgendwas? Also ich glaube, Also Kape. ich habe letztens zufälligerweise, aber gut, bei Deutschland war eine dabei. Die kam, glaube ich, aus Österreich und die ist ausgewandert nach Mallorca fliegen. Okay. Und die macht es auch. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, aber die war auf jeden Fall. Ich habe es zufälligerweise vorbeikommen sehen. Okay. Aber weniger, ja, schon Ja, genauso wie definitiv. Bayern. Ich glaube, Bayern, die haben auch noch so ein bisschen eine altmodische Mentalität, was ich einerseits ganz cool finde, aber halt für den Job vielleicht nicht tatsächlich. Ja, korrekt, ey. Ey, ein bisschen schwierig, glaube ich, in Österreich. Und wie ist es in Ja. Spanien? Also in Spanien, ich glaube, die sind schon offen. Ich muss sagen, meine Erfahrungen sind so, die Spanier sind ganz, wie soll ich das jetzt nett ausdrücken? Die Spanier sind gerne ein bisschen, Sag so, wie du denkst, nicht nett. Wir wollen nicht nett sein. was? Nee, sag so, wie du es denkst. Keine nette Ausdrucksweise, sondern so, wie der Mund gewachsen ist. Ach so, okay, gut. Dann meine Erfahrung ist, dass die Spanier manchmal ein bisschen direkter sind, so ein bisschen versauter, sage ich mal. Die Deutschen, die sind auch, die fragen erstmal, wie geht's dir, ne? Alles gut, wie war dein Tag und so, die machen so Smalltalk. Und die Spanier sind sofort so, fühl dich auf, kleine Maus. Weißt du? Okay, krass. Ja, Also ich das ist so ein bin bisschen meine Erfahrung. Aber abgesehen davon, ich glaube, die Spanier sind ganz offen. Die sind eigentlich an sich ganz, ganz entspannt und so, wenn du sie dann einmal darauf ansprichst. Und die sind dann ganz neugierig. Die wollen dann halt ganz viel wissen, wie ist das so? Die kennt das noch nicht so, das ist hier noch nicht so gängig wie jetzt in Deutschland. Also die werden, sind dann halt erstmal neugierig. krass. Krass, krass, krass. Aber gibt es ja auch so Webcam-Portale wie jetzt VisitX, Fandorado und so Zeugs, ne? In Spanien. Doch, doch, gibt's auch. Okay, aber Gibt's du auch. bleibst Also im ich kenne deutschen jetzt Markt, oder? keine, aber. Okay. Du bleibst aber im deutschen, oder? Genau, ich bleibe da. Ich habe mich bis damals auch so entschieden, weil meine Mutter, die hat ja auch immer nur auf deutschen Plattformen gestreamt. Und ich habe damals gedacht, weil es sollte ja nur so eine Übergangssache sein. Und wenn ich dann nachher nochmal einen Job suche, hier in Spanien, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass jemand mitbekommt, dass ich in Deutschland Webcam gemacht habe. Und deswegen habe ich mich damals so ein bisschen dafür entschieden, weil ich mit Deutschland jetzt nicht so mega viel zu tun hatte direkt, außer dass ich Familie habe, die da wohnt. Deswegen habe ich mich damals auch für so eine ganz gute Idee und habe das auch so gemacht, ja. Okay. Und jetzt kann ich hier halt, sollte ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie groß werden oder man weiß es ja nie mit das, dann kann ich hier immer noch ganz entspannt über die Straße laufen, ohne dass, ne? Ja. Wie lange machst du das Ganze jetzt schon? Wie lange? 4 Jahre. 4 Jahre. Vier Okay, Jahre. krass. Es geht voll schnell. Wann haben wir uns auf der Venus gesehen? Dann warst du ja eigentlich auch ziemlich neu, ne? Also ich Damals. glaube, ja doch, das war dann höchstens mein zweites Jahr. Ich meine, das war 2019. Wenn ich Kann mich echt sagen, ja. richtig erinnere, ja. Also Ja. da war ich schon ein bisschen eingearbeitet. Oha. Das wirkt von außen betrachtet immer so voll professionell, so als macht man das schon ewig lange und man ist da voll drinnen. Aber eigentlich warst du da auch voll ein Kükchen eigentlich, Ich ne? war ein Küken, ja, ich war ein Küken. Wie Oha. gesagt, vor allem bei meiner ersten Welt, ich hatte keinen Plan, was ich mache. Ich habe es mir einfach nur so angeguckt und gedacht, okay, dann probiere ich es halt mal auf. Oder dann siehst du auch manche Shows, also Mädels, die können tanzen, die können sich bewegen, da könnte ich nur von träumen. Und dann muss ich nachher auf der Bühne und stehe da wie so ein arithmatisches Küken. Weißt du? Wow. Okay, und Ja. du hast nur Webcam-Erfahrungen, keine Video-Erfahrungen oder Nein. so? Gar Nein, keine. nein. Ich habe gar keine, gar keine. Also ich habe halt so die Videos, die ich bei mir auf VisitX auf dem Profil stehen habe. Das sind alle so kleine selbstgedrehte Videos und so. Manchmal für Wettbewerbe, manchmal für bestimmte Themen. Oder einfach mal normale so Duschenvideo oder so Sachen. Aber immer nur alleine und eigentlich wirklich relativ schuld. Okay. Moin, Akula. Okay. Und du bist Single, hast du gesagt, ja? Genau, Glaubst genau. du, ist ein triftiger Grund, dass du, also dein Job, ist das ein Grund, glaubst du, dass du Single bist? Ist das ein großer Grund, denkst du? Ja, also ja, ich glaube einerseits nicht wirklich, weil es ist schon so, dass ich bin Single, weil ich mich halt wirklich in der letzten Zeit, also in den letzten Jahren, dazu entschieden habe, sage ich mal. Ich bin bewusst Single geblieben. Okay. So, weil ich mich halt auf meine Arbeit konzentrieren wollte, und ich weiß, wenn ich bin so jemand, wenn ich in einer Beziehung bin,
dann lasse ich oft alles andere so ein bisschen nebenbei Schleifen. liegen, Ja. weißt du, und brauchen deswegen keine Beziehung für mich. Ich glaube, es macht es schwieriger, aber wie gesagt, aber definitiv nicht unmöglich. Also bisher, alle Jungs, die ich so kenne, die haben alle gesagt, kein Problem. So, wenn man mich einmal als Mensch kennt, dann meine Persönlichkeit und so, dann weiß man ja, keine Ahnung, das eine hat eigentlich nichts mit dem anderen zu tun. Okay. Weil ich habe mich vor kurzem noch mit einer Freundin unterhalten, die auch in dem Bereich tätig ist, und die meinte, das macht es viel schwieriger. Wobei, die macht ein bisschen mehr, die macht halt auch etwa, so Videozeugs und so. Und die sagt, es Ich glaube, ist. das macht es schwieriger. Also ich habe oft mich unterhalten über das Thema und viele Männer haben mir oft gesagt oder Freunde und so, die haben dann gesagt, also ich glaube, der Unterschied ist, weil ich jetzt keine Drehpartner oder sowas mache, weil ich jetzt keine wirkliche Filme drehe, sondern weil ich immer nur alleine bin und weil man mich jetzt nicht anfassen kann. Wenn das anders wäre, kann ich mir wirklich, also kann ich absolut verstehen, dass es definitiv schwieriger macht. Safe. Würdest du dir einen Mann schnappen, der in dem Bereich auch tätig ist? Just Webcam? Sorry, ich meine, ich würde jetzt sagen, ich würde es mir überlegen, aber ganz ehrlich, so, nee, ich glaube nicht. Aber warum? Ich Warum? meine, Why? man soll ja nie, nie sagen, man weiß es ja nicht. Ich meine, Aber es gibt warum? absolut voll die Warum direkt so attraktiven nein? Leute. Weshalb nein? Ja, ich weiß nicht. Also jemand, also wirklich ein Darsteller oder so, nein, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe die Persönlichkeit dazu nicht. Wirklich? Ich weiß nicht. Ich bin eigentlich ziemlich normal. So, und dann die meisten Leute, die wirklich so in der Branche unterwegs sind, die sind dann halt schon ein bisschen krasser drauf als ich. So kann man es ausdrücken, genau. Ich bin ein bisschen zu Vanille. Bist du dort? War krass. Voll krass, dass du da direkt gesagt hast. Nein, ich meine natürlich, es kann ja alles passieren so, Genau, man aber. weiß es nie, aber so erste Reaktion wäre erstmal nein. Wow, voll komisch irgendwie. Aber ja, Ja. heftig. So, und den Job wirst du aber schon noch länger ausüben. Ist jetzt nicht so ein Side-Dings oder so ein Übergangs-Job, denn das Nee, bleibt erstmal also im es hat so Fokus? angefangen. Es hat so angefangen und es hat sich dann ergeben, dass es eigentlich ganz entspannt ist, dass es mir eigentlich auch schon Spaß macht. Ich habe mich dann so ein bisschen gefunden. Und ja, ich will das auf jeden Fall schon noch ein paar Jährchen. Okay, und du verdienst auch deinen Lebensunterhalt mit Webcam quasi, ne? Alles komplett. Genau, es ist mein ja, mein einziger Job eigentlich. Hast du Corona-technisch was gespürt? Also hast du da mehr verdient oder weniger verdient? Ich habe die Anfang der Frage nicht verstanden. Corona-technisch, also Lockdown-technisch und so, maßnahmentechnisch. Hast du da zu diesem Zeitraum mehr oder weniger verdient? Wenn ich fragen darf. Also ich muss sagen, ich hatte tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte ein bisschen Pech, vor allem zu Anfang vom Lockdown, weil das hat mich nämlich gerade in so eine Kopfschmerzen-Zeit erwischt und ich habe halt nicht so viel arbeiten können, wie ich gerne gearbeitet hätte, weil ich viel halt K.O. auf dem Bett lag. Aber das bisschen, was ich in der Zeit streamen konnte, die 3 Monate, das hat auf jeden Fall, man hat halt gemerkt, klar, jeder saß drin, ne, jeder hat sich irgendwie online aufgehalten, OnlyFans ist explodiert. Ja, und ich hatte natürlich das Glück, gerade hier in Spanien ging der Lockdown ja auch richtig lange. Und viele haben natürlich ihre Existenz verloren. Viele hatten keine Arbeit mehr. Ich meine, ich glaube, jeder hat damit zu kämpfen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe Glück gehabt, dass es bei mir einfach weiterlief. Und Okay, genauso voll wie viele cool. Streamer. Sorry. Yes, yes, Also yes. wie viele Streamer, ne? Bei Streamer ist es halt weitergegangen. Ja, krass. Ja, mega krass. Und so privat zockst du? Bist am Zocken? Spielst du Games und so? Oder tust du das jetzt mit Twitch irgendwie in Verbindung setzen und fuchst dich da Nee, nur noch? doch. Also ich zock schon. Ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Zocker. Ich war es aber früher. Also ich war es früher, dann habe ich mich halt quasi ein bisschen zusammengerissen und angefangen, so Real Life teilzunehmen, ne? Arbeit und so vernünftige Sachen zu machen. Und aber ich zock schon, ja. Ich hatte jetzt ganz lange keine Konsole, also keine Konsole. Wie gesagt, habe mir jetzt aber wieder eine Switch zugelegt, weil ich habe früher immer unnormal gerne Mario Kart gespielt. Das war immer so mein Go-To-Spiel. Ich hatte es früher schon auf der GameCube. Ich glaube, da war ich 6. Da habe ich schon Mario Kart gespielt. Boah, GameCube, Also, schon so lange nicht mehr gehört. Den Namen GameCube. GameCube, ja, das war von Nintendo. Das war so ein Ja, ich kleines kannte das. quadratisches lila Ding. Ja, safe. Krass. Genau, also das sind so Mario-Spiele oder so Fall Guys, so entspannt. Ich habe auch mal Call of Duty gezockt auf Xbox, das ist auch schon länger her. Und ja, ich probiere eigentlich gerne alles so ein bisschen aus. Okay. Na, vielleicht wird es ja noch, dass wir mal gemeinsam Call of Duty zocken oder so, ey. Ja, ich glaube, boah, ich glaube, du machst mich total. Musst du machen. So.
Aber Auf du jeden hast einen Fall. Gamer-Computer oder bist du gerade mit der Wii online und so? Nee. Also ich zocke aktuell jetzt, also aktuell, gestern war mein erster Stream. Aber jetzt im Moment halt nur noch mit der Switch. Aber ich habe auch einen Computer, der das eigentlich aushalten können sollte. So, das ist ein MSI, der leuchtet, der hat keine Ahnung, was er alles ist. Ich bin nicht so technisch begabt, aber es ist Der auf jeden Fall ein leuchtet. guter. Ich muss halt immer Speicherplatz timern. Sobald ich mehr Speicherplatz habe, kann ich auch irgendwie Valorant, mein kleiner Bruder kann sich von Valorant spielen. Ja. Okay, Das cool. so, das will ich alles auf jeden Fall mal ausprobieren. Okay, fein, fein. Ja, krass, dass wir da jetzt spontan einen kleinen Talk hier geführt haben. So. Ja, ich Total finde das voll spontan. cool. Ich Ja. liebe das. Gestern meinte auch jemand, Twitch ist wie ein Dorf. Und ich muss wirklich sagen, also ich finde das geil, hier so mit Leuten, die man kennt, abzuchillen und mega. Hätte ich viel eher machen sollen. Ja, 100 Pro, ja, wirklich. Hätte es schon viel früher da sein müssen, ey. Ja, Safe. definitiv. Safe, safe, Aber ey, safe. besser spät als nie, Ja, ne? das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, wie ich gestern in deinen Stream reingerutscht bin. Achso, Ziegenfan hat das geklärt. Das habe ich mir schon gedacht, weil er hat nämlich dann vorhin von dir geredet und da habe ich gedacht, okay, cool, ne, wenn ich fertig bin, gleich mal folgen und so. Und dann auf einmal warst du schon im Stream und da habe ich gedacht, das war bestimmt der Ziegenfan, der ist ja auch total cool drauf. Ne? Safe, safe, safe. Jo. Ja, Nice. cooles Gespräch hören, so, dann werde ich dich auch langsam lassen. Also das Thema mit der Mom, mit dir und mit der Mom, das finde ich so krass interessant und voll lieb und voll cool und so. Also wenn Ja, das ist immer so gleich ein Thema, ja, weil das halt selten ist. es ist mega selten, ey. Wir können Mega ja auch selten. vielleicht irgendwann mal, kriege ich meine Mama vielleicht so weit, dass sie hier mal im Twitch-Stream mitmacht Das wäre und wir cool. uns hier ein bisschen unterhalten und vielleicht zockt sie mal Mario Kart mit mir oder so. Das ist cool. Ja, deine Mama ist ja auch so ein offener Mensch, die quatscht und jetzt nicht so schüchtern ist und so, die Genau, mit der ja, man auch reden und quatschen kann und so, manchmal ist etwas zu offen. ne? Nee, sowas finde ich cool, das finde ich cool, ey. So, Wie ja, heißt nee, deine Mama total auf den entspannt. Plattformen? Hot Genie. Hot Genie. Okay. Hot Genie, ja. Hot Genie. Ja, vielleicht in einigen Jahren, vielleicht klappt es ja doch, Rachel mit Hot Genie irgendwie mal zu sehen. Vielleicht klappt das ja mal. Ich glaube, na, die Hoffnung stirbt ja schließlich zuletzt, ne? Genau, safe. Lina Klein fragt, wann du das nächste Mal streamst. Heute Abend, oder? Ich? Ja, heute Abend mit Ja. dir, oder? Ja, safe. Sind wir dabei. Vielleicht schließt sich Lina auch an, so. Wär sicher witzig. Wäre ja cool, ja. Kennt ihr euch persönlich? Ja, klar, Lina und ich, wir kennen uns, ja. Okay. Ja, wir haben uns letztens noch, es ist jetzt auch, die Zeit geht so schnell, es ist auch schon wieder ein paar Monate her. Aber wir haben uns letztens noch auf irgendein Wizard X Event getroffen. Ist voll die Süße, voll die Liebe. So, Liebe geht raus an Lina Safe, 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 safe. Wie geht's Okay. deiner Schwester eigentlich? So, ich habe gesehen, die ist Venus-Gesicht, oder? Nee, die Josie Ja, genau. ist ja nicht meine echte Schwester. Es ist nicht deine echte Schwester, echt nicht? Ich hab euch das geglaubt. Da wirklich? Das war sowieso Ja, Bro nee. und Sis und so. So haben wir das Ja, ich hab. kommuniziert. Also, ich habe immer gedacht, ihr seid wirklich Geschwister, okay. Echt? Wirklich? Hast du das echt gedacht? Sie kommt aus Kamerun und ich komme aus Ghana. Also das sind auch wieder zwei Ach so, verschiedene Länder. weiß ich ja alles natürlich nicht. Okay, krass. Echt? Ich glaube, mir wurde das eh schon einige Male gefragt, ob das meine echte Schwester ist. Das ist ja Ja, also krass. ihr habt mir das damals so überzeugt, so gesagt, ich habe euch das abgekauft. Oh mein Gott, echt? Oha. Aber ähnlich schauen wir uns nicht, oder? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber ich muss sagen, gut, mein Bruder und ich, wir sind uns ja auch nicht ähnlich. Oder meine Halbgeschwister und ich ja noch weniger. Also das muss ja jetzt nicht unbedingt sein, ne? Nee, voll. Aber Safe, safe, safe. okay. Siehst du wieder, was dazu gelernt? Nee, ich schwöre, ich habe gedacht, ihr seid wirklich Geschwister. Okay, krass. Kennt ihr euch persönlich? Klar. Moment, mein Bild war gerade unklar. Kennst du Josie persönlich? Ja, doch, also jetzt nicht mega gut, aber wir haben uns mal auf der Venus, man sieht sich halt, man unterhält sich ein bisschen. Ja, cool. Ja, ich denke, Ja, ihr geht's eh ich feiere gut. die Tattoos. Also voll geile Ja, Tattoos. voll, so voll dekoriert. Hast du Tattoos? Ich habe ein Tattoo. Soll Wo ich euch ist mein das Tattoo mal Tattoo? zeigen? Voll die erotische Stelle. Jetzt kommt's. Wir dürfen aber nicht gesperrt werden jetzt, ja? Nee, 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 ich glaube, wir werden nicht gesperrt. Alles gut. Das Oh, ist mein Tattoo. für die Fußfetischisten. Ja, genau. Lumas? Lumos. Ja, das Lumos, ist von sorry. Was heißt? Iggy. Ja, von Harry Potter. Boah, ich habe Harry Potter nicht so krass geguckt. Was? Nee, aber doch, ich mag Harry Potter. Ich hab's früher, ich hab's geliebt. Lumos, das steht so für Licht und Positivität und so. Und das ist so mein Lebensmotto. Okay, cool. Und Von daher. bleibt's bei dem einen Tattoo, oder?
Ja, bei mir bleibt es bei dem Einzeltun. Ja, ich finde Okay. es schön, das passt zu mir, aber mehr muss es auch muss es nicht sein. Ja. Okay, es Ich wollte gefällt eben dir. gerne eins hier auf den Lippen, aber nein, ich traue mich nicht. Also, es gibt noch eins, das würde ich mir vielleicht irgendwann eventuell mal stechen lassen. Ist es Aber. schmerzhaft? Hat es dir wehgetan, das Tattoo? Was? Hat dir das Tattoo wehgetan? Nee, nee, das ging. Also, Fuß ist ja auch so eine Stelle, da sagt man, es tut weh, aber ich. Es hielt sich in Grenzen, es war unangenehm, aber. Ich glaube, wenn man einmal Klosterkopfschmerzen gehabt hat, dann ist alles andere so, Ich glaube, ich habe gehört, dass Kinder kriegen, ist auch sehr schmerzhaft. Ja, habe ich auch gehört. Ich habe keine Ersthand-Erfahrung, aber ich habe zum Beispiel, ich habe mich ja viel eingelesen mit den Klosterkopfschmerzen, weil es so selten ist und das wird so damit gleichgestellt. Ja. Es ist der Schmerz ist vergleichbar mit einer Geburt. Oha, okay. Aber halt im Kopf kann man sich das so ein bisschen vorstellen, für die von euch, die schon Kinder gehabt haben. Heftig, ey. Heftig. Und sag Ja. mal, warum rollst du das R so wie ein Österreicher? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch, dass es so ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mein eigenes Audio auf WhatsApp oder so nachhöre, dann höre ich es auch. Ich kann es aber irgendwie nicht ändern. Ich weiß nicht, ob es vom Spanischen kommt. Vielleicht. Leute sagen immer vielleicht vom Holländischen, aber ich glaube vielleicht sogar eher vom Spanischen, weil die Spanischen rollen das R sehr. Wo hast du in Deutschland gelebt? Ich habe noch nie in Deutschland Du gelebt. hast noch nie in Deutschland gelebt? Ich habe noch nie in Deutschland gelebt, nein. Also Nee, nur quasi. Holland und Spanien. Also quasi von Holland nach Spanien. Aber Genau. woher kannst du so gut Deutsch? Naja, wie so als Kind, meine Mutter hat mich halt, siehst du, also ich mache oft den Fehler, also mir und mich, das kommt schon, oder der, die, das will ich mal schon mal verwechseln. Aber meine Mutter hat mir gezwungen, ja, deutsches Fernsehen zu gucken. Ich durfte zum Beispiel kein SpongeBob SquarePants, so wie alle anderen holländischen Kinder gucken. Ich musste SpongeBob Schwammkopf gucken. Ich musste es immer auf Deutsch gucken. Okay. Und ja, dann hat sie mich halt immer nach Deutschland geschickt zu meinen Großeltern und so. Da habe ich natürlich viel Deutsch gelernt und ich weiß, meine ersten Wörter waren erstmal so, ich liebe dich und dann Süßigkeiten. So, das war immer so die Reihenfolge. Ich habe dann gemerkt, wenn ich liebe dich sage, dann habe ich Süßigkeiten bekommen. Das hat immer gut funktioniert. Krass. Und woher hat deine Mom den deutschen Bezug? Die kommt aus Plettenberg. Plattenberg, wo ist das? Das hört sich so Deutsch-Nord. Plettenberg, ja, das ist Nähe Winterberg. Ich glaube, das ist so ein Skigebiet, das kennt man aus Sauerland, so da oben, Sauerland. Norden, Nordrhein-Westfalen. Okay. Okay, und deshalb wollte sie dir ein bisschen so dieses Deutsche mitgeben, Sie wusste halt, dass Deutsch eine wichtige Sprache ist und dass es sauschwer ist zu lernen, wenn man das nicht als Kind lernt, weil grammatikmäßig ist Deutsch extrem kompliziert. ne? Und wenn ich das jetzt als Kind nicht gelernt hätte, ich würde heute jetzt niemals damit anfangen, weil das eine sauschwierige Sprache ist. Aber ja, dadurch, dass ich klein war, ich habe es richtig lernen müssen, finden, so automatisch, so, also learn by doing. Okay, voll cool, Leute. Grüße, Hof MC. Servus Manu, kennst du? Das ist der Freund von, lass mich nicht falsch sagen, von, Scheiße, müsste viel schneller gehen eigentlich. Jim Bunny. Ja klar, Jim Money kenne ich. Kennst du, ja? Und Manu ist der Freund. Natürlich. Voll. Aha. Ich glaube, den habe ich auf jeden Fall auch schon mal gesehen auf der Venus. Also ich glaube, kann das sein, war der dabei? Ich Ich will glaube, jetzt wieder nichts falsch sagen. er ist immer dabei und er macht auch die Clips mit ihr gemeinsam. Die machen halt alles gemeinsam. Und die sind ja auch ausgewandert nach Super. Zypern. Genau, Ah, voll. genau. Viele sind auf Zypern. Ich glaube, das muss total schön sein dort. Und auch wettermäßig, glaube ich, Ja, geil. und Richtig steuerntechnisch angenehm. glaube ich auch, ne? Ja. Ich Genau. meine, ne? Ja. Ah ja, alle ziehen nach Zypern, ey. So wie King Orgasmus One kennst du auch, den Manuel. Den Rapper. Der Name sagt doch, der Name sagt mir was, aber ich glaube, weiß nicht, ob ich den persönlich kenne. Kann sein, aber Okay, glaube okay. nicht. Okay, du. Ja, du interessanter Mensch, du so. Wann wird ein Buch geschrieben? Wobei, du bist ja noch voll jung. Wie alt bist du? 24? Oh, danke schön, danke schön. Ganz. Nein, Nee, wie alt bist du? ich bin 26. 26, okay. Aber erst letzten Monat geboren, also noch so frische 26. Okay. Ja, deine Geschichte so an sich ist ja eh voll interessant. Vielleicht schreibst du mal ein Büchlein, oder? Ja, ich habe mir tatsächlich schon mal überlegt, weil ich habe dadurch, dass ich immer so viel umgezogen bin, ausgewandert und so weiter, dann noch mit dem Job, mit der Mom und so, es gibt ja schon viele Themen, ja, das stimmt. Oder vielleicht schreibt mal deine Mom ein Buch. Genau, die wollte das immer schon machen. Das ist ja immer schon ein lebenslanger Traum, war immer schon ein Buch schreiben. Also da wird es vielleicht wirklich noch eher was. Ja, voll, das wäre schon cool so, weil die Geschichte an sich ist, ja, hat schon eine Story, so voll. Wäre Wir können ja auch krass. ein Sonnenbuch schreiben. Genau, das habe ich mir auch gedacht so. Voll, das wäre auch krass.
So der Anfang halt von der Mom und du beendest quasi das Buch oder so. Genau, Weißt du? ich so weiterführe. Genau, richtig, voll. Sorry. Wenn deine Oh. zukünftige Tochter zu dir kommen würde und sagen mit 15, hey Mama, ich habe auch so Bock, das zu machen, was du machst, was würdest Also du ihr? mit 15, würde ich sagen, Mädchen, werde erstmal erwachsen. Ja? Okay, So, werde erstmal erwachsen, mach dann erstmal kommt es deine mit 17 Fehler, nochmal lerne zu dir. erstmal. Was? Das Kind kommt mit 17 nochmal zu dir und sagt, Mama, ich habe es mir jetzt überlegt und jetzt will ich aber. Mit 17 sage ich, Mädchen, nein, du bist immer noch illegal. Geh zur Schule und mach eine Hausaufgabe. Okay, Mama, jetzt bin ich 18. Darf ich jetzt bitte? Kleine Mutter. Ja, mit 18 würde ich sagen, du, ich kann es dir nicht mehr verbieten, mein Schatz, wenn du es jetzt schon so lange willst. Mach. Oh mein Gott. Und wie ist die Szene? Wie ist so die Szene in dem. Also, wie sind die Kollegen? Ist es eine dankbare Szene? Ist es eine rattige Szene, so, was so Kollegen angeht? So. Hilft man sich? Unterstützt man sich gegenseitig? Wie ist denn das so? Ist sehr geteilt. Es ist so sehr unterschiedlich. Es gibt von beiden. Es gibt Mädchen, die gönnen dir das Licht in den Augen nicht, sage ich mal. Und es gibt Mädchen, die würden für dich die Hand ins Feuer legen. So wirklich. Ich habe zum Beispiel meine allerbeste Freundin, habe ich in der Branche kennengelernt. Also es gibt wirklich, es gibt so, es gibt so. Aber zum Glück muss ich sagen, in meiner Erfahrung ist, dass es größtenteils positiv ist. Ich verstehe Okay. mich, glaube ich, ganz gut, wirklich mit fast allen Kollegen und Kolleginnen. Oder fast, ja, ich würde sogar sagen, alle. Fällt mir jetzt keine ein, womit ich mich wirklich nicht verstehe. Also, ja, aber ich muss sagen, ich bin halt einfach, ich bin ein ganz einfacher Mensch, glaube ich. Ich Okay. bin so, verstehe mich eigentlich immer mit jedem ganz gut. Ja, wirkst du ja voll gechillt so. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass du so am Ausrasten bist und voll am Beleidigen bist und so. Vertue dich da nicht, also ich kann es. Es Kannst du selten, sein, es ja? dauert extrem lange, bis ich wirklich mal auslaste, aber wenn, dann kann ich auch schon richtig abgehen. Das ist dann so, da kommt die Spanierin in mir hoch. Dann fange ich an mit meinen Händen und dann werde ich laut und ja. Aber du hast ja keine spanische Wurzeln im Blut, oder? Nee, das also nicht im Blut, aber wie ist das so angelernt, angewachsen. Im Kopf. Oh Mann. Ja, krass. Yes, Zum yes. Beispiel, ich habe gemerkt, wenn ich Auto fahre, werde ich zu voll Spanierin. Ich irgendwie, das geht automatisch. Ich werde aggressiv, wenn ich Auto fahre, weil die fahren dann langsam oder die fahren dann blöd halt einfach, und dann drehe ich mich auf und dann fange ich an, die Zeit zu beschimpfen auf Spanisch und ja. Was schimpft man denn so auf Spanisch? Immer Butter und so, oder? De puta Me cago madre. en tu puta madre, hijo de puta, apartate, pero ¿qué haces, coño? Me cago en. Ja. Oh mein Gott, krass. Aber kannst du besser Deutsch als Spanisch? Nee, ich glaube, Spanisch ist besser als mein Deutsch. Echt? Aber Ja. du sprichst doch ganz perfekt Deutsch. So. Du sagst, du kannst besser Holländisch. Du kannst Nee, besser. also ich muss sagen, früher war das so. Also bevor ich quasi mit den Dialekt angefangen habe, seitdem habe ich ja viel mehr zu tun mit Deutschland. Jetzt ist meine schlechteste Sprache Holländisch und meine zweitschlechteste Deutsch. Okay. Weil beim Ja. Sprechen, du sagst ja kaum also du überlegst ja nicht und so. Das ist ja. Nee, also ich übersetze auch nicht. Ich muss nicht übersetzen im Kopf oder so. Es kommt einfach, ich denke jetzt auf Deutsch, ich reagiere auf Deutsch, also das kommt einfach so raus. Multitaskfähig, die Dame. Bist du eine kluge? Bist du ein kluger Mensch? Dankeschön, Dankeschön. Ja, das war eine Frage. Bist du ein kluger Mensch? Ach so, ja doch, ich würde mich selber, das hört sich irgendwie immer so blöd an, ich übersetze, aber doch, für mich schon als kluger Mensch einstufen. Ja, wenn es nicht auf den Kopf Okay, selber. So soll es kriegt. sein, ey. Oh yeah, oh yeah. Okay, wie lange haben wir Ja. jetzt gequatscht so? Sehe ich das irgendwo? Nee, sehe ich Ich nicht. keinen Plan, kann man das irgendwo sehen? Nee, ich sehe I es don't leider know, I nicht. don't know. Aber ich werde das dann auf YouTube hochladen und ich hoffe, das ist okay, Oh Gott, ja, klar, kannst du machen. ja. Ja. Absolut, ich meine, dann gibt es auch mal ein bisschen mehr Content für mich auf YouTube. Ja, vorher musst du eh mehr machen. Jetzt ist Twitch angesagt, vielleicht dann hier und da mal ein bisschen YouTube so. Ein paar Ausschnitte von Twitch auf YouTube hochladen, würde ich dir raten. Genau. Du kannst quatschen, du bist ein sehr sympathischer Mensch. Ich glaube, das wird gut klappen, ey. Dankeschön. Ja, Klar. es ist halt, ich denke noch, was so, ich habe mir halt auf dem, was soll ich denn großartig auf YouTube machen? Aber ich denke, so Interviews oder halt mit anderen Leuten quatschen, das liegt mir auf jeden Fall gut. Kann ich machen, und da brauche ich nicht allzu viele Videoschnittkünste für zu können. Jawohl. Lina sagt, ich erwarte regelmäßige Streams von ihr. Yes, kriegen Yes, wir ja, voll. hin. Ja, heute Abend dann wieder, oder? Ja, auf jeden Fall, genau, 22 Uhr, ne? Jetzt 22 wissen wir auf Uhr. jeden Fall schon mal, wie das funktioniert. Jetzt kenne ich mich ja schon ein bisschen aus. Yes. Machen wir. Machen wir voll. Und Vollgas, Vollgas ein bisschen. Yeah, Hast du ich Vollgas schon mal kann. gewonnen?
Ich habe zweimal gewonnen. Ich habe zwei, glaube ich, Runden gewonnen, aber nicht dieses Solo-Show, sondern dieses Clan of Yeats oder so. Okay. Da haben zwei gewonnen, aber ansonsten, nein, ich falle runter, keine Ahnung, ich werde festgehalten, ich werde gepusht, ich habe keine Ahnung. Okay. Ja gut, dann machen wir das heute Abend, ja, gegen 22 Uhr Ja, rum, auf jeden Fall, doch, da freue ich mich drauf, das ist cool. ja. Safe, ich auch, ey. Yes, ja. Mega. Dann sage ich Rachel, vielen lieben Dank für das Gespräch hier. Ja, sehr gerne. Hat super Spaß gemacht. Ja, Strahlemensch, du. Toll. Ja, danke Dann schön. wünsche ich dir noch einen netten Nachmittag in Spanien. Wie ist denn das Wetter bei euch so? Kannst du schwenken zum Fenster oder so? Ist das irgendwie möglich? Also ich habe jetzt gerade die Jalousie zu, weil das sonst hätte die ganzen Lichter und so nicht funktioniert. Aber Okay. ich kann nachher mal auf meine Instagram-Story, kann ich mal eine Story posten vom Ausblick. Okay. Und wir haben jetzt 36 Grad. Boah. Gestern war es wärmer, also wir haben jetzt schon zwischen die 40 und 35 Grad jetzt. Ihr Ziemlich Pisser, warm. ihr, ey. Aber so krass braun bist du jetzt auch nicht, ne? Nee, ich bin Camgirl. Cam-Girl. Nee, Wir bekommen ja. keine Farbe. Genau, ich sitze hier in so einem Kellerkind im Dunkeln. Nee, ich habe tatsächlich, dafür, dass ich hier in Spanien wohne, bin ich extrem weiß, das stimmt schon. Aber ich werde extrem schnell braun. Also wenn ich da mal rausgehe, dann geht das auch immer ganz schnell. Ich habe zum Beispiel morgen habe ich vor, mal ans Wasser zu gehen und ein bisschen braun zu werden. Und Aber du machst ja auch OnlyFans, oder? ja, genau, ich mache auch noch fest. Okay, aber laufst du da nicht rum und machst Fotos am Strand, am Meer und keine Ahnung, ein bisschen Kurzvideos und so, einfach so in der schönen Idylle da in Spanien? Also doch, klar, mache ich auch. Aber ich meine, muss ich sagen, jetzt ist es gerade Sommer. Das heißt, es ist hier gerade bombenvoll mit Touristen und jedes kleine Privatstädtchen, was ich kenne, wo ich mich hüllenlos zeigen könnte, ist aktuell komplett besetzt mit irgendwelchen Kinder, Touris, Leute. Also das kann ich wieder machen ab September. So tatsächlich so in den Sommermonaten schiebe ich mal drin. Okay. Wirst du erkannt von Touristen? Nein, also hier nicht. Weil ich wohne jetzt nicht in einer deutschen Touristenzone. Aber wenn ich, glaube ich, auf Mallorca wurde ich schon mal erkannt. Und Verstehe. oder zum Beispiel Kalpe ist ja auch sehr deutsch. Da könnte es tatsächlich schon mal passieren. Auf dem Flughafen wurde ich schon erkannt. Also das hat es schon gegeben. Okay. Aber Und hier nicht. schießt deine Mama deine Fotos, teils? Schießt ihr euch gegenseitig Fotos? Kommt das vor? Ob wir uns gegenseitig Fotos schicken? Schießen. Also schießen. Das hat es ganz am Anfang hat's das mal gegeben. Also jetzt keine Hardcore-Bilder, sondern so höchst echt sind oder so. Als ich noch keinen Fotograf hatte. Danach habe ich aber einen guten Kumpel von mir, der hat angefangen, meine Fotos zu machen. Das hat dann ganz gut geklappt und so. Und dann, meine Mutter ist einfach keine gute Fotografin. Sie kann es einfach nicht. Und ich mache halt nicht gerne Fotos von meiner Mom, weil ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich habe sie mega lieb, aber irgendwie legt sie mich auf. Irgendwie bei so einem Shooting oder so. Sie legt mich dann auf. Mein Stiefpapa, der macht das viel besser. Der macht tolle Fotos von mir. Ja, ganz besser. Okay, krass. Ja, witzig, die ganze Konstellation. Finde ich interessant. Ja. Finde ich cool. Ja, das Ja. ist wirklich, es ist auf jeden Fall sehr selten. Mega, 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 ey. Okay, jetzt werde ich dich wirklich lassen, ja. Und Ja, genau. Ich muss ja noch woanders streamen heute. alles klar. Geht's jetzt gleich los bei dir wieder mit Streamen? Ja, ich muss was essen und dann werde ich noch die Insta-Story posten. Genau, und dann werde ich online gehen, woanders. Auf Visit X, oder? Richtig, genau. Jawohl. Also Ja. Leute, ihr wisst Bescheid. Ich habe hier hinten so schleichwerbungsmäßig meine Homepage. Da kann man Sugar sich Rachel. anmelden und so, da kann man alles von mir finden, mein Telegram, mein OnlyFans, mein Visit Wie oft streamst du auf Visit X? Täglich. Also ich versuche wirklich täglich. Es gibt natürlich auch mal Tage, wo ich mal nicht da bin. Aber eigentlich schon täglich und dann auch mehrere Stunden, so 3, 4, 8 Stunden. Oha, okay, krass. Krass. Visit X. Ich habe mir noch nie die Streaming-Plattform von Visit X angeguckt. So. Hast du nicht? Also Noch darfst du nie. nur machen, wenn du nicht gerade auf der Arbeit bist oder so, wenn gar keine anderen dein Bildchen sehen kann. Ja, voll. Also, aber das sollte ich vielleicht mal machen. Mal reingucken. Ja, wir sind wirklich alt genug, klar. Nicht darf, ja. Nicht klar. Danke, Postkarte. 99, vielen lieben Dank fürs Follow. Und ihr wisst, das ist Rachel. Heute Abend ist sie dann auch online. Ich werde mich da jetzt rausklinken und wir werden dann am Abend auch ein bisschen zocken, ein bisschen quatschen. Das kriegen wir irgendwie, machen Genau, wir. Ja? das Würde ich machen machen. wir. Okay. Freue Und mich drauf. wenn ihr sie weiter beobachten wollt, sie ist jetzt gleich auf Visit X dann online, wisst ihr Bescheid. Ja. Genau.
Gut, dann sehen wir uns heute Abend. Danke für das Quatschen, war wirklich cool mit dir. Yes, voll, hat mich und gefreut, ja. Einen schönen Nachmittag. Danke, dir auch, ja. Gudi, tschüss. Ciao, ciao. Yes.